Und damit begrüße ich euch zu einem tonlosen Let's Play, so wie es gerade scheint. Es handelt sich hierbei um Farmland, welches vor kurzem für die Nintendo Switch erschienen ist und nur 2 oder 5 Euro kostet, je nachdem, ob ihr es im Angebot kauft oder nicht. Und aufgrund der Tatsache, dass bei mir halt zurzeit es mit Farm Together ein paar Probleme gibt, also Farm Together 2, habe ich gesagt, okay, gut, ich brauche irgendein Farming-Spiel oder sowas. Und deswegen sind wir jetzt erstmal bei Farmland gelandet. Ob das jetzt die gute Entscheidung war, weiß ich noch nicht, aber wir werden es sehen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal rein ins Spiel und schaue, was uns jetzt hier erwartet. Okay. Wir farmen einfach. Und gießen einfach. So schnell habe ich noch nie etwas geerntet. Okay. Vielleicht wird es auch doch nur ein Let's Show. Eieiei. Hier haben wir den Händler. Damit kann ich verkaufen. Verkaufe mir. Okay. Ja. Und nicht mehr was. Also ich muss nur einmal drücken. Das ist ganz praktisch. Einfach in die Richtung gehen. Hier können wir Äpfel holen. Schütteln. Einfach den Stick bewegen. Schön. Komm, ich verkaufe die Äpfel. Jetzt hier nur Tomaten. Aber hier in die Richtung darf ich noch gar nichts. Also muss ich nach oben. Kein Arbeiter. Stellen. Okay. Das ist praktisch, der macht alles für mich. Tomatenfeld. Einfach mal geben, erledigen. Ah, hier haben wir die Karte. Welt ändern. Okay. Schön. Geh ich hier hin und verkaufe. Alles ja. Machen. Ich platze hier nochmal Tomaten. Ist es jetzt wirklich ein Farming-Game oder ist das jetzt hier Farm für Kinder? Oh, wir haben unser erstes Huhn. Bei ihm können wir was verkaufen? Eier und Milch und Sonnenblumen. Ein Sparschwein. Auch wieder Tomaten.
upgraden. Das heißt? Fünf Minuten. Ja, immer her damit. Schön, wie wir die Hühner hier auch schön verteilt haben. Ich glaube, der hat jetzt hier einiges zu tun. Noch mehr Erde dazu bekommen. Die Eier einsammeln. Moment. 2,4000. Ah, jetzt auf den nächsten Arbeiter anstellen. Ach, der kostet ja nur 2000, der Arbeiter. Und auf Wert. Ach, na dann. Wir sammeln. Gerne. Eier. Hier gibt es noch das Huhn. Wie kann man hier schnell sammeln? Ich weiß jetzt gerade noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Aber schlussendlich alles schön gut, ne? Also. Verkaufen wir mal die Eier. Jetzt kommt 4K. Das Schwein stellen wir uns auch. So. Arbeiter für die Tomaten. Why not? Wird noch ja auch Sinn, ne? Klar sammeln wir das ein. Hier gibt es wahrscheinlich dann noch ein neues Tomatenfeld, würde ich sagen. Ja. Da brauche ich mehr Erde. Ist auch schon wieder fertig. Tomatenfeld? Okay, dann pflanzen wir mal die Tomaten. Der arme Arbeiter. Jetzt ist hier echt einiges zu tun, ne? Muss ich noch extra auf die andere Seite rennen. Ja. Ist auch schon wieder fertig. Gucken wir erstmal, was wir da oben jetzt kaufen können. Boah, hier links. Noch ein Huhn. 2,4. Das lohnt nicht. Sun Ranch. Ach, klar, klar. Easy.
Hab ich locker in der Tasche. So hat wieder Eier. Ich weiß nicht, als ob ein Farmer so schnell so viel verdienen würde, aber ja, so hat man jetzt jedenfalls ein bisschen was zu tun, ne? So, und landen. Ja, sammeln wir auch mal ein. Einfach mal ein Einhorn, was ein paar Diamanten hat. Ich kenne es nicht, das Diamanten-Einhorn. Wieder was. Gucken wir mal kurz nach den anderen Hühnern, wie es bei denen aussieht. Okay. Das Huhn hat noch nichts. So, hier kann ich 2,4 und 3. Eine Kuh. Kuh melken. Nach oben und unten drücken. Ich bin ein bisschen mega verwirrt. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll von dem Spiel. Also es macht in einer gewissen Art und Weise Spaß, aber es ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich so erklären kann. Ich meine, das ist Farming auf einem ganz anderen Level. Was halt, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr so nicht dieses klassische Farming ist, sondern halt so. Was? Wie war das jetzt? Okay. Aber das Feld jetzt hier noch größer. Ich habe mir das jetzt für 2 Euro geholt. Das ist jetzt nicht die Welt. Also. Nee, wir lassen es bei einem Let's Show, glaube ich. Das ist in Ordnung. Das ist so in Ordnung. Das lassen wir so. Das ist funny. Das ist funny. Weil so an sich hätten sie das jetzt hier richtig als Farming-Spiel vom Grund auf so aufgebaut, hätte ich gesagt. Wäre das eine nette Alternative gewesen. Aber so ist es wirklich hier so. Ja, so minispielmäßig zu sehen. Ja, das ist echt hier schon. Das ist schon. Krass. Kein Platz mehr in der Scheune oder was? Kann ich nochmal mehr Platz reinpacken. Mit 3K kann ich den Arbeiter hier aufwerten von der Geschwindigkeit. Okay. 3K kann ich hier auch lang. Mit noch mehr Tomaten. Yay. Jetzt die Frage, will ich da oben lang? Will ich hier unten lang? Okay, Welt ändern. Ja. 6,6. Müsste dann auch wieder so ein Port sein, oder? Ja. Was kann ich denn damit? Reisen. Ich habe gerade 6K ausgegeben, um hier irgendwie billig zu reisen.
Hast du dich verlaufen? Es gibt noch mehr günstiges Land im Westen. Ja und? Wenn ich das hier aber haben möchte? Aufwerten. Rechts sehen wir den Balken, wie es aufgewertet ist. Es ist so skurril, aber gleichzeitig auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise fun. Das begeistert mich hier gerade irgendwie bei dem Spiel. Einfach mal 3,8K. So, noch eben. Ich weiß nicht, was mich hier gerade so an diesem Spiel so fesselt. Ich kann es gerade echt zu keinem Prozent erklären. Eier abgeben. 1,1K. Äpfel. Baum schütteln. Oh. 4,1. Ich weiß gerade nicht. Will ich vielleicht die Leute noch ein bisschen mehr upgraden, dass sie schneller sind? Will ich das Lager upgraden? Sagen. Ich bin so überfordert. Aber die Idee ist geil. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ist das zufallsgeneriert oder ist das immer gleich? Wenn das hier zufallsgeneriert wäre, natürlich sammeln wir das ein. Wenn das zufallsgeneriert wäre, wäre das, ich sag mal, ein krasser Mehrwert. Selbst wenn der Rest so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Larifari daherkommt. Das wäre ein krasser Mehrwert. So, was haben wir hier? Ich kaufe dein gesamtes Inventar. Okay. Muss aber dafür dann entsprechend was abgeben. 10,8K. Schwein sammeln wir ein. F,5K. Oh Mann. Da sind die Sonnenblumen. Verkaufe mir Fische. Fällt er hier noch größer? Jawohl. Bleib hier, du Schwein. Ja. Schwein hat kein Geld. Kümmert sich um die Sonnenblumen.
Oh Mann. Neuer Arbeiter. Die Tomaten. Moment, kann ich jetzt hier fischen? Den Fisch fangen. Muss A drücken. Ist aber komisch, einen Fisch zu fangen. Also hier muss man wirklich nur A drücken. Hier oben und unten drücken. Muss ich gerade gucken, weil meine Katze mal wieder über die Tastatur gerannt ist. Aufnahme läuft aber noch. Dann kümmere dich um die Tomaten. Und da kommt schon wieder die nächste Katze und ich kriege gleich eine Krise. Komm, runter. Ja, komm. Meine Güte, ey. Katzen. Züchten wir? Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt verursacht habe, aber anscheinend ja. Bleib hier, du Schwein. Ja. Ja. Ah, da ist noch massig Platz auf jeden Fall. Zun rennt da auch die ganze Zeit durch. Ich nehme mir mal ein bisschen Wasser. Fische verkaufen, was es gibt. Ah. Na ja, mit den Fischen. Komm, Äpfel nehmen wir auch noch. Macht man Geld, Leute. Nummer 5,4. Level up. War das Huhn? Und nochmal Äpfel. Okay. Darf ich einmalig machen? Schade. Ich pflege alle deine Tiere. Alle Tiere sind in Ordnung. Nice. Noch mehr Sonnenblumen. Mal was wissen. Wenn ich jetzt hier das gieße, jetzt hier das Feld hole und das ist ein Sonnenblumenfeld, wird das automatisch mit ein vollwertiges Sonnenblumenfeld, was ich dann abernten kann. Muss ich dazu irgendwas sagen?
außer nice. Ich könnte ihn jetzt noch schneller machen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. 26.000, aber das Schwein nehme ich. Mal 3. Achso, bei dir ist das Lager voll. Da einen einzustellen. Ich weiß gerade nicht, was ich echt. Also. Okay. 6,3 für. Weizen, wo ich noch nicht mal mehr weiß, wo ich den verkaufe. Einfach mal pflanzen. Hätte mir damals jemand sowas gesagt und das hier ist ein Farming-Game. Ich glaube, ich hätte. Ich weiß nicht. Jemals. Aber hätte ich schon. So was wie Harvest Moon oder Story of Seeds gespielt. Muss ich mal in die Tiere. Und wer geht für mich angeln? Was nämlich drin habe. Mal eben 3,4K, ne? Oh, komm. Ich helfe dir mal. Wieder von vorne anfangen. So. Oh. 18,1, ey. Ein Einhorn. Würde eigentlich interessieren, was da unten ist. Also, hier. Aber da darf ich ja leider noch nicht ausbauen. Ich weiß nicht, macht es Sinn, die Arbeit da wirklich so aufzuwerten, dass sie so schnell werden? Mal her damit. Gar kein Händler, der mein Weizen kaufen kann. Kaufe dein gesamtes Inventar. Der kauft mein Weizen auch nicht. Das heißt, also ich muss den irgendwo noch oben kaufen. Also der Weizen ist 1,5k wert. Also nicht gerade wirklich viel. Kirschen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das hier so Level 1 und es gibt dann später noch mehr Level. Ich sehe da hinten so einen Turm. So einen Leuchtturm. Okay.
schütteln wir hier mal die Äpfel vom Baum. Wenn wir wieder melken. Obwohl, jetzt würde mich mal interessieren, er sagt, er kümmert sich um alle Tiere, das heißt, er müsste jetzt auch die Kuh melken, ne? Ja. Danke. Zwar jetzt ein bisschen mehr, außer dass es eigentlich war, aber 3,4. Er kauft mein ganzes Inventar. Er kauft meine ganzen Äpfel. Das nehme ich alles. Also es ist irgendwo hier. Das ist das Schwein. Und jetzt haben wir auch noch ein Schaf dabei. Also. Es dreht sich automatisch übrigens. Also ich kann hier gar nichts machen. Jetzt habe ich auch noch Wolle. Womit ich noch gar nichts anfangen kann. Und noch mehr Kirschen. Kirschenwolle. Okay, der kauft die ganzen anderen Sachen, ja. Hier gibt es noch mehr Weizen. Wo bekomme ich jetzt hier nochmal einen Bauarbeiter her? In der Richtung gibt es eine Scheune. Sagt er mir. Ist jetzt hier ein großes Feld? Das wäre nice. Ah, das reicht nicht. Jetzt reicht es. Alter, guckt euch das Feld an. Das ist doch krank. Ja, schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die, in den Kommentarbereich. Wollt ihr dazu gegebenenfalls echt noch ein... Achso, das Schwein kann ich nicht mehr nutzen. Gegebenenfalls dazu echt ein Let's Play? Also ich kann es mir jetzt schlecht vorstellen, aber... Ich denke mal, ihr solltet zuschlagen, solange das für den günstigen Preis noch verfügbar ist. Das ist nicht gerade ohne. Einfach mal 6,2k. 9,9k. Nein, das tun wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur auf Sammeltour gehen, aber okay. Könnt ihr jetzt hier noch den Arbeiter anstellen? Ich weiß aber nicht, wo der hin auf dem Weg geht. Also. Ach, der macht das da oben. Okay. Ja, ihr schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr da entsprechend einen Kommentar da lasst, eure Meinung und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nächsten Let's Show, nächsten... Ihr entscheidet es. Ich sammle alle Produkte aus deinen Scheunen. Ach, und dann habe ich die im Inventar und kann dann schlussendlich... Okay. Ja, das ist nett. Okay, gut, da muss ich nicht immer so weit laufen. Ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ein Schwein. Ich bin euer Truhaut rein. Tschö, tschö.